Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Alex. So, gut, mein Friend. Oh, was haben wir hier? Nasty, mit dir haben wir schon geredet. Wie geht's dir? Alles okay? Könnte besser sein. Okay. Bei dir? Alles okay? Wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Danke, Elsenbutter. Und bei dir? Wie sieht's aus bei dir? An deiner Seite zu sein, ist eine sehr interessante Erfahrung. Die Alps sind der Feind. Die Menschen müssen aufpassen, dass sie sich jetzt nicht überrennen lassen. Okay, gut. Reden wir kurz mit unseren Leuten. Ich glaube, ich mache zuerst ihre Aufgabe, dann mache ich weiter. Also mit den anderen. Ich glaube, ich habe deinen klärigen Freund, weil... Walter, schon einmal getroffen. Alles okay bei dir? Alles noch dran? Auf jeden Fall. Gut. Der Berserker hier sagt nichts, oder? Ja. Wie steht es um deine Kampfkraft? Weiter so. Dann werden wir siegreich sein. Die Soldaten der Alps kämpfen wie Maschinen und haben keine Ehre. Ein verabscheuungswürdiges Dasein. Okay, gut. Ich wünschte, wir hätten einfach mehr Zeit. Ach, das wünschte ich auch. Dann schauen wir mal nach deinem Elex. Okay, schauen wir uns dein Elex in Ignadon mal an. Sehr gut. Gut, höher kann es nicht steigern, was wir bei ihr schon haben. Der Krater. Hier ist das Elex erstmals auf dieser Welt erschienen. Der Einschlag des Meteors verteilte es dann überall auf der Welt. Und heute sammeln wir es wieder ein. Nun, es scheint noch genug hier zu sein, dass es sich lohnt, mal einen Blick drauf zu werfen. Gut. Wir wissen, wo wir hin müssen, also werde ich dir dieses Mal folgen. Es ist irgendwo da vor uns. Okay. Danke. Was wollte ich sagen? Ja, ich habe mich eh schon gefragt, warum die Alps nicht beim Krater das Alex aufsammeln. So, ach ja. Was wollte ich machen? Einmal das. Dann das hier und das hier. So eine Powerrüstung anlegen und jetzt zu dir. Okay, das geht schnell, aber ich frage mich in... ob es schneller geht als sonst, oder? Oder wie? Okay. Oh. Der Schaden scheint beachtlich zu sein. Gut, und wie es scheint, ist der Buff des Schwertes schneller unten als der Rest. Wir scheinen... Oh, da ist ja gar nichts. Gut, was wollte ich sagen? Und nicht lügen, was ist das? Ah, ein Slugbeast. Okay, gut. So. Ich weiß nicht, warum die mir noch mit Totenkopf angezeigt werden. Ich bin mittlerweile, sagen wir, zu stark für sie. Aber ja. Ich will zuerst alles darum und die roten Punkte wegmachen, bevor wir wirklich Angriff wagen. Oder zum Alex-Vorkommen gehen. So. Scheiße. Ja. Kurzer Moment bitte. So, alles einsammeln. Ich sollte vielleicht einen Mana-Trank dabei haben. Mit den Dingern habe ich doch eigentlich genug.
Hallo, mein werter Freund. Wie ist es wohl? Werte Wohlbefinden. So. So, und jetzt hier. Bam. Und der nächste. Hab ich hier nicht mal einen Kleriker in der Nähe? Ja, da drüben ist er. Hat er immer noch keine Hilfe? Warte. Und das hier. Die Fackeln haben wir nie benutzt. Ich glaube, ich ersetze es durch Mana-Tränke. Große Heilkraft, Mana-Trank. 80. Haben wir einen kleinen Mana-Trank? Okay, Moment. Quickslot hier. Es macht nicht ganz voll, aber besser als nichts. Gut, also Rüstung. So nicht. Daraus wird nichts. Ach so. Nicht genug Mana, wie es scheint. So, jetzt aber. Und da. Hey, Walter. Oh. Dieser Walter. Ach ja, der andere heißt Wyatt oder so. Wo das Fort bewacht. Gut. Nachdem wir das geklärt hätten, war doch hier irgendwo eine Chimäre. Hey, mein Freund. So, ich glaube, ich gehe wirklich auf Feuer. Verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. So, und da. Wow. Und da vorne ist noch einer. Also, ich will mich nicht beschweren und die geben ja auch noch reines Alex, also. So, gut. Da vorne ist noch einer. Hier. Ach so. So ein. Okay. Der gibt kein. Doch, gibt er. Alles, was Alex gibt, ist willkommen. So. Einmal das. Noch so einer. Für nachher. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Okay, das war vielleicht keine gute Idee mit einfach drauf losschlagen. Okay, die sind mittlerweile wirklich schwach. Wenn sie nicht gute Punkte geben würden und der Zeugs, das ich verkaufen könnte, ich hab die schon lange abgeschrieben. So, hier. Diese Schreie immer, die sind Fleischgeln. Als würden sie ewig dafür sterben. So, die Heilung ist oben. Wie sieht's hier aus? Mit deinem Schlag. Okay, das war ein Wühler. Vorne sind ein paar. Ja, wenn ich jetzt meine Fähigkeiten alle einsetze und immer wieder. So.
Gut, keine Gegner mehr. Ich glaube, die füllen sich hier wieder auf, also. Ich will mich überhaupt nicht beschweren. Ist das hier drin? Ja. Ich muss schauen, ob man die mit einem Schlag töten kann. Auch ohne den Buff. Scheiße, ich wollte eigentlich ausweichen. Aber ist ja also schon darum gekümmert. Okay. Gut, einmal so. Der Ziel. Eigentlich gar nicht schlecht. Also bis jetzt gefallen mir Berserker sehr gut. Ohne den Heal und die Möglichkeit, aus seinem Leben Mana zu machen, wäre ich schon lange verzweifelt. Mittlerweile ist der Heal auch halbwegs stark genug. Ich erinnere mich an Zeiten, da hat das Teil kaum was geheilt. So. Und die Mana-Tränke sind ja viele. So, geschafft. Und ich glaube, die sind. Ja, die sind da vorne. Hallo! Hier ist es. Die Gegend ist alles andere als einladend. Ja. Aber gut, ich werde mein Glück versuchen. Tritt gut. Ein Stück zurück. Gut. Ich bleibe hier und durchsuche die Gegend. Man weiß ja nie, was passiert. Krümmt sie sich vor Schmerzen? Nee. Ich dachte schon, die krümmt sich vor Schmerzen. Doch, vor Schmerzen krümmt sie sich. Was ist passiert? Ich denke, ich habe mich... Es war einfach zu viel. Konntest du etwas hören? Ja, das konnte ich und es ist... Wir sind verloren. Wovon redest du da? Der Meteor. Er ist nicht zufällig auf Margalan getroffen. Das Elex selbst hat ihm seinen Weg zu uns hierher gewiesen. Es hat etwas vor. Es hat einen Plan. Es will uns auf etwas Großes vorbereiten. Vorbereiten? Auf was? Ich kann es dir nicht sagen. Aber ich fürchte, es wird unsere Welt verändern. So wie es das Elex ohnehin schon getan hat? Nein, nein. Das ist etwas anderes. Das, was noch kommen wird, wird viel weitreichender sein. Das Elex sprach von seinen Herren. Und dass sie es sind, die unsere Welt eines Tages übernehmen und auf ihre Bedürfnisse anpassen werden. Was? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Okay, die Herren des Elex, wer sind sie? Wo sind sie? Und was wollen sie? Die Herren des Elex? Wer sind sie? Wo sind sie? Was wollen sie? Ich kann dir nur sagen, was das Elex mir gesagt hat. Und das war nicht besonders viel. Aber sollte es diese Herren des Elex wirklich geben und sind sie auch tatsächlich so mächtig, dann erfahren wir es früh genug. Spätestens dann, wenn sie sich offenbaren. Wer weiß, was die Zukunft dann für uns bereithält. Du glaubst also, dass uns vielleicht ein noch größerer Krieg bevorsteht als der, in dem wir gerade stecken? Ich weiß es nicht. Wann wird das passieren? Schwer zu sagen. Da war das Elex nicht ganz eindeutig. Das ist nicht gerade viel. Tut mir leid. Mehr kann ich dir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.
Hoffen wir das Beste. Okay. Hast du erreicht, was du wolltest? Du hast hier mal. Wegen der Elex-Nebenwirkungen. Ja? Ich habe hier für dich. Ich habe hier pures Mana für dich. Vielen Dank, das hilft mir sehr. Ja, das ist alles kein Problem. Hast du erreicht, was du wolltest? Hast du erreicht, was du wolltest? Ja, eigentlich schon. Das heißt aber nicht, dass es mir gefällt. Viele Erkenntnisse über die Dinge, wie das Elex unsere Welt verändert, sind überwältigend und sehr mächtig. Ich kann jetzt viel klarer sehen und habe verstanden, wie das Elex wirklich funktioniert. Es lässt mich jetzt Dinge tun, von denen ich vor ein paar Tagen nur hätte träumen können. Und trotzdem hinterlassen mich diese Erkenntnisse mit einem sehr beklommenen Gefühl der Ohnmacht. Okay, du bist möglicherweise der mächtigste Mensch auf Magellan und du fühlst dich ohnmächtig? Ja. Du bist möglicherweise der mächtigste Mensch auf Magellan und du fühlst dich ohnmächtig? Ich bin nichts Besonderes, wie ich es vielleicht immer gedacht habe. Ich musste erkennen, dass ich bestenfalls nur einer Laune der Natur gleichkomme. Dem Elex und denjenigen, die es kontrollieren, gehört die Zukunft. Denn das Elex gehorcht jedem, der Zugang zu ihm findet. Das ist seine Natur. Es ist weder gut noch böse. Es hat keine Skrupel oder Emotionen. Es wurde erschaffen, um zu dienen. Wer am Ende entscheidet, was mit dem Elex geschieht, entscheidet über das Schicksal unserer Welt. Und ich habe Angst davor. Sehr gut. Okay, gut. Und jetzt? An meiner Seite wird immer ein Platz für dich sein. Gemeinsam sind wir stark. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Was bedeutet das? Wir speichern zuerst einmal und machen dann mit unserem lieben Freund Ryan weiter. Hier. Wir wollen ja noch nicht mit Tuchhalt in Kontakt treten, deshalb machen wir uns hier zuerst gemütlich. Hier. Ich brauche dich nicht mehr. Wenn du willst. Gut. Ja, verlass die Hey, ich muss mit dir reden. Ja? Ja? Ich hörte von Truppenbewegungen einiger Kampfmaschinen in Abessa. Bist du dir sicher? Es sind nur Gerüchte, aber jemand scheint da im Begriff zu sein, über den Pass des Zentralgebirges von Abessa zu marschieren. Wer ist das? Und wo wollen sie hin? Keine Ahnung. Sehen wir sie uns doch mal an. Moment mal. Seit wann interessieren dich ein paar Kampfmaschinen? Sind sie dir nicht zu nichtig? Raus mit der Sprache. Was weißt du noch darüber? Elexitor Parsec soll sie anführen. Ah, ein Elexitor also. Ein würdiger Gegner, der dir den nächsten Kick gibt, ja? Es ist mir völlig egal, wie du es nennst. Ich werde ihn angreifen, mit oder ohne dich. Der Elexitor gehört mir, du hältst dich da raus. In Ordnung, aber dann sollten wir uns beeilen. Ja. In Ordnung, aber dann sollten wir uns beeilen. Wenn er über den Pass kommt, dann bestimmt nicht ohne Grund. Sieht ganz so aus, als wolle er das Lager der Mitte angreifen. Ich lass mir diese Gelegenheit nicht entgehen. Wenn du also dabei sein willst, dann bereite dich besser vor. Sonst bestraft dich das Leben. Ja. Schnappen wir uns den Elexitor, bevor er uns erwischt. Okay. Schnappen wir uns Elexitor Parsec, bevor er uns erwischt. Dann aber schnell, die Zeit rennt. Ah, ein wahrer Freund. Tja, Elexitor, du wirst sterben. So, dann hatten meine Scouts offenbar doch den richtigen Riecher. Du hast keine Ahnung, wie sehr du uns auf Trab gehalten hast, Jax. Der gesamte Eispalast ist auf der Suche nach dir. Ja, sieht so aus, als könntest du den gesamten Lohn für meine Ergreifung einstreichen, Parsec. Was für eine Verschwendung. Deine Effektivität als eine der unseren war überragend. Selbst bis heute immer noch unerreichbar. Wie konnte es nur so weit kommen? Schick deine Maschinen weg und ich könnte dir an meinem Lagerfeuer davon erzählen. Sehr interessant. Doch werde ich dein Angebot wohl ablehnen müssen. In deinem versteckten Lager da drüben ist es gerade eher zu ungastlich für eine solche Unterhaltung. Meine bereits entsandten Maschinen werden ziemlich sicher nicht mehr viel davon übrig lassen.
Lassen wir das alberne Geplänkel. Warum reißen wir ihm nicht gleich den Kopf von seinen Schultern? Er ist nach Kallax der mächtigste der Elixitoren. Du solltest ihn nicht unterschätzen. Du hörst besser auf deinen Commander. Euch zu ergeben ist die einzige Option, die ihr noch habt. Eher sterbe ich, du Dreckskerl! Dich zerquetsche ich! Also, nach Kallax bist du dein Mächtigster. Und diese Maschine soll auch mächtig sein, oder? So. Lass mich nicht noch einmal hängen, klar? Hab dich nicht hängen lassen, du warst hinlos. Das ist ein Unterschied. Hey, Nessie, meine Kleine, alles klar? So, war das Herausforderung genug für dich? Du hast ja keine Ahnung! Seit ich dich kenne, stürzt du dich in jeden auch noch so hoffnungslosen Kampf. Was ist bloß los mit dir? Willst du mir etwa Vorschriften machen wie ich? Nein, es ist offenkundig, dass du dein Leben wegwerfen willst. Ha! Und wenn schon, ich wüsste nicht, was dich das angeht. Von mir aus mach, was du willst. Aber zieh mich da nicht wieder mit rein, okay? Was? Du hast recht. Ich bin fertig. Schlimm genug, dass man es mir mittlerweile anmerkt. Okay. Alles okay. Was ist das? Eine verpackte Gelegenheit? Verpasste Gelegenheit? Irgendein Kerl? Zuerst einmal hier. Alles okay? Sieht ganz so aus. Hier. Was ist es? Eine verpasste Gelegenheit? Irgendein Kerl? Ja, genau. Das wäre schön. Und würde wunderbar in deinen kleinkarierten Schädel passen. Nicht wahr? Aber so einfach ist es leider nicht. Freundchen? Nein. Ich habe den grauen Tod. Ja, genau. Und du weißt, was das heißt. Die Krankheit ist schon vor Jahren bei mir diagnostiziert worden. Und sie endet immer gleich. Und es gibt nichts, was ich oder irgendwer anders dagegen tun kann. Nun... Ach, komm jetzt bloß nicht mit irgendwelchem Geschwafel, okay? Alles, was ich will, ist, im Kampfgetöse auf dem Schlachtfeld zu sterben. Und das gegen einen Gegner, der mir das Wasser reichen kann. Also, entweder du hilfst mir, ihn zu finden, oder ich gehe wieder meine eigenen Wege. Verstanden? Wir haben einen grauen Tod am Ufer des Eispalasts schon seit Jahren besiegt. Das mit deiner Krankheit ist tragisch, aber ich kann dir nicht helfen. Alles okay. Wir sagen das hier. Wir haben den grauen Tod am Hofe des Eispalastes schon seit Jahren besiegt. Wage es ja nicht. Nein, ich kann dir helfen. Mistkerl. Glaubst du ernsthaft, ich werde mich mit der Quacksalberei der Alps vergiften? Eher sterbe ich im Kreuzfeuer ihrer Maschinen. Dann bleibt uns nur noch eine Option. Das Archiv der Kleriker im Hort von Ignadon. Hör endlich auf damit. Ich werde niemals... Du hast gegen einige der größten Kontrahenten, die Magalan je hervorgebracht hat, gekämpft. Und das alles an meiner Seite. Also, du bleibst bei mir und suchst weiterhin deinen Kick, wenn du willst. Und ich werfe einen Blick ins Archiv der Kleriker. Ich warne dich. Wenn du mir falsche Hoffnungen machst, werde ich dich mit in den Abgrund reißen. Das Risiko gehe ich ein. Ach, mach du dein Ding. Ich folge dir, aber kein Wort mehr von dem grauen Tod. Für mich gibt es nur noch den Kampf, bis ich auf dem Schlachtfeld meine Erlösung finde. So, und jetzt will ich nichts mehr davon hören. Okay, die ist ein wahrer Freund, so wie... Ist doch alles bei uns ein wahrer Freund. Hey, Nessie, alles klar? Alles okay? Sieht ganz so aus. Gut, da wir das erledigt haben... ja, stimmt, das Lager der Mitte. So. Meine Kampfgefährten sollten eigentlich stark genug sein. So, und da oben ist einer. Okay, sie können sich gegenseitig helfen. Und
Ist hier jemand gestorben? Harley ist nur bewusstlos. Ja. Das scheiß Riesen Ärger. Das scheiß Riesen Ärger. Es war ein Versehen, es war ein Versehen. Siedler bewusstlos. Ja, hallo. Da vorne sollte doch noch irgendwo. So. War hier nicht irgendwo rot? Ja, da unten. Oh. So, scheiße. Mhm. Hat der Gift gerade eine Auswirkung? So. Schön, dich zu sehen. Gleichfalls, gleichfalls. Hey, dir geht's gut. Ich habe gerade keine Zeit. Wir quatschen später. Gerne. Wer bist du denn? Wir sehen uns später. Ja. Okay, der Händler sollte wieder ganz normal sein. Ich will nicht, dass der mich die ganze Zeit angreift. Das wäre scheiße. Also. Hast du deinen Call vergessen? Ja. Bestimmt nicht. Sehr schön. So soll es sein. Siedler, aha. Weiter unten. Das sind meine Freunde. Halle ist aber nicht tot, oder? Du sagtest, Reaktorspule ist im Eimer? Huh. Du sagtest, die Reaktorspule ist im Eimer. Ja, verdammt. Das Ding hält keine 2 Kilometer mehr durch. Hm. Ich weiß, ich hätte sie schon früher auswechseln sollen. Sie hatte mir schon Probleme gemacht, als der Gleiter noch im Betrieb war. Ah. Wo sollen wir denn jetzt eine Reaktorspule X48 herkriegen, hä? Diese Dinger sind verdammt selten. Ist das eine neue Quest? Ist ja nett, mit dir zu... Ja. Und mir ist mal aufgefallen... Ja, man kann es immer noch... Man kann durch diesen Scheißding durchgehen. Jetzt nicht. Ja, 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 jetzt nicht. Okay. Was ist mit dem da? Haben wir gelootet. Der da ist auch gelootet. So. Oh, der aber nicht. So, als Kampfmaschinen, die haben wir... Denkst du das wirklich? Ja, das denke ich. So, kurzer Moment. So. Das ist gelootet. Na, mein Freund hier, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Okay, da er mich immer noch nicht bekämpft, ist alles in Ordnung, es scheint. Gut. Was haben wir hier? Haben wir irgendetwas, das wir loswerden wollen? Nein. Dann geben wir ein paar Sachen von denen hier auf. Heiltränke und so will ich noch behalten. Reiner Alex, aha. Oh, einer Stalkers, dunkles Leder, Fell, Horn. So.
Leider müssen wir ein paar Sachen noch behalten. Weil... Zinen. So, Elektroschrott. So, verkaufen wir ein paar Sachen. Ich will zwar Geld, aber ja, für irgendwas müssen wir dann die Sachen einteilen. So, Moment. Das geht aber tief nach unten. Kartenstück, Propaganda, verwirrte Nachricht, hier. Geldbündel. Okay. Sieht eigentlich nicht so schlecht aus. Gut. Dann kaufen wir uns hier noch schnell sein Alex. Und Handel akzeptieren. Zeig mir deine. Natürlich. So, er hat jedes Mal Alex dabei. So. Zeig mir deine. Natürlich. Natürlich. Sozusagen für diese Folge beenden wir es, indem wir ein paar Mal Alex kaufen. Also ich würde sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Ich werde noch ein paar Mal Alex kaufen und Tränke daraus basteln. Oder wartet. Wir haben ja hier ein paar Punkte. Das können wir in was investieren. So, hier. Nahkampf, Fernkampf. Aha. Hier haben wir noch nichts. Paradestärke. Konstitution könnten wir nach oben treiben. Gerissenheit. Nee, da will ich alles nach oben treiben. Die Lernpunkte will ich hier auch verwenden. Hier Konstitution wäre wirklich das, was wir nach oben treiben sollten. Dann den Rest. Schlösserexperte. Und alles andere. Einmal alles. Damit wir das endlich haben, aber das sind zu viele Punkte, die wir investieren müssten. Hier Magie, Gerissenheit und Mana braucht Intelligenz. 70 Gerissenheit. Gerissenheit brauchen wir auch für irgendetwas anderes. Okay, zuerst Konstitution nach oben. Dann nehmen Erzberserk 37. Gut, also liebe Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Zeig mir deine Ware.